Wie, die droppen nix. Könnte ja jeder kommen. Hallo! Ach Gott, so ein Ding hatten wir ja schon mal gesehen. Den aufstrebenden Globus. Was können wir, was er kann. Doch nichts Schlimmes. Ja. Ist auf jeden Fall so ein bisschen empfindlich für all unser Zeug. So lobe ich mir das. So kann das weitergehen. Bin auch überlegen, ob ich für Chihiro noch Schwarzmagie irgendwie vorantreibe. Dass auch er Schwarzmagie Stufe Gedöns hat, damit er hier alles Stufe 3 verwenden kann. Aber weiß ich noch nicht. Weiß halt nicht, wie weit ich dazu komme. 1234. Und der Gegner war noch nicht großartig dran. Na, normale Feuerangriffe hier sind nicht ganz so effektiv. Oh oh. Ah oh. Rocket, easy. Einfach so weggesteckt. Kann zwar hier vorsichtshalber nochmal C4 machen. Sicher ist sicher, ne? Ich meine, es gibt ja immer noch diejenigen mit den wenigsten Lebenspunkten und so. Das Ding will nie sterben. Krass. Dabei ist das ja noch nicht mal Bosskampf. Selbst? Aha. Okay. Was haben wir jetzt hier Feines? Aufzug. Ein Aufzug. Und natürlich Kisten. Muss sich auch lohnen, dass wir jetzt hier sind. Eine Unendlichkeitsheilskette. Toll. So, noch was? Da. Teil A zur Beschichtung. Das ist doch etwas hier für unser Raumschiff, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Auf in den fünften Stock. Ja, Musik hat wieder aufgehört. Hier sind wir einigermaßen richtig. Das heißt, hier müssten wir auf der letzten Ebene sein, wenn jetzt hier, keine Ahnung, was erwarte ich hier bosstechnisch? Ich habe keine Ahnung. So ein Skelettspinne oder so. Obwohl, sowas hatten wir schon in Golden. Oh. Und jetzt wird abrocken zur Musik. Er hat eine Reflexion. Eine Fünfer-Reflexion. Was genau bedeutet das? No risk, no fun! Vierhundertzwölf? Okay. Krieg ich auch Schaden? Nein, krieg ich nicht. Krieg ich durch normalen Angriff Schaden zurück? Nein. Alle sind betäubt. Ich will verarschen. Okay. Einmal hier für alle, dass sie aus dem Betäubt wieder rauskommen. Sehr gut. Zauber. Noch eine weiße Magie. Du kannst gar kein C4. Doch, du kannst C4 einfach. Sicherheitshalber. Weil Krieg an sich hat nicht mehr ganz so viel Leben. Feuer hat jetzt ca. 400 Schaden gemacht. Du machst
Aha, now we're talking. Natürlich! Oh, sie lebt. Dann nochmal C42. Also Erde war schon relativ gut. Was macht im Wasser so? Ja, besser als Feuer, aber nicht so effektiv. Wind. Muss er ausfesten. Ja, Wind ist auch okay, aber Erde ist immer noch besser. Was macht ein Schattenschwert? Ungefähr Erde-Level. Okay. Zauber. Heil 2 auf dich selber. Voll der egoistische Heiler hier. So. Schwarze Magie. Schatten. Okay. Also ganz normale Zauber reflektieren, also bei ihm. Interessant. Gut. Was macht denn Auslöschen? Ja, das ist nicht so effektiv. Okay. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Oh, nicht betäubt, interessant. Nein, nicht niedermähen. Erdeschwert. Gut. So, dann mach mal Gegenstand heilen gegen Gift, gegen Mittel. Wie ich es finde. Kein Gegenmittel? Gut. Nehmen wir halt das. Ein bisschen übertrieben für eine leichte Vergiftung, ne? Aber hey. Aber hey. So. Ach nee, das geht ja nicht. Genau. Kann ich ja nicht machen. Hätte ich jetzt beinahe wieder einen Fehler gemacht. Hält aber auch gut was aus, aber darf er auch. Er sieht auch aus, als wäre er irgendwie ultra gepanzert hier. Wenn man so aussieht, darf man sowas auch. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und er ist umgefallen. War ja jetzt nicht wirklich schwierig. Wäre schwieriger, hätte ich nur einen mit so einem magischen Schwert. Hätte ich mehr magische Effekte, also sowas wie Giro und Klug haben, dann sehe das nochmal anders aus, aber so, ja, ist okay. So, und wir kriegen eine Halskette der Erneuerung. Ja, das sind alles so Dinge, die müssen wir uns mal angucken. So, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal rauslaufen. Yay! Und dann müssen wir uns immer hochheilen, irgendwie, irgendwo, keine Ahnung. So, ein Gasthaus aufsuchen oder so. Ja, ja. Leider gibt es keinen schnellen Weg raus. Das hatten wir bei der letzten Festung schon gemerkt. Das war ganz toll. Müssen wir auch zurücklaufen. Ja. Und dann können wir uns so langsam halt den weiteren Aufgaben widmen, die wir halt noch so
tun können. So viel ist es nicht mehr. So viele Gegner habe ich nicht mehr, die ich herausfordern möchte. Aber so ein paar. Eins, zwei, drei, vier. Ungefähr. Fünf, sechs, sieben. Pum, pum. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und wenn nicht, ja, dann weine ich ganz bitterlich oder so. Wir sind gleich draus. Wir sind ja schon, keine Ahnung, Etage 3. Haben ja nur 2 Stunden ungefähr gebraucht für den Dungeon an sich. Aber wir haben gute Erfahrungspunkte gesammelt. Man muss immer das Positive daraus ziehen, aus jedem Kampf. Ja, jeder Kampf kann toll sein. Nicht jeder Kampf ist toll. Aber jeder Kampf kann im Endeffekt toll sein. Was zählt, ist das Resultat. Die gesammelten Erfahrungspunkte, das gesammelte Gold. Wovon ich nicht mehr weiß, wohin damit. Typisch JRPGs, irgendwas hast du so viel Geld, dass du wirklich nicht weißt, wohin. Was soll ich nur damit? Ja, ja. So ist das. So, jetzt hier nochmal durch die ganzen Laser durch. Beziehungsweise, ja gut, alle Laser wenn wir nicht begehen können, aber halt aber gerade durch. Dann kommen wir auf die erste Ebene. Ohne, dass wir noch einen Fahrstuhl betreten müssen. Wenn die ganze Mitte laufen, dann muss ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal kämpfen. Wie? So hätte ich nicht mal mehr auf die untere Ebene teleportiert. Ich fühle mich gemobbt. Nicht mal da sparen wir ein bisschen Weg. Nicht mal da. Sauerei. Sauerei. Mit Beschweren bei wer war dafür verantwortlich? Mistwalker, ne? Kann sein. Ich vergesse mir den Entwickler des Spiels. Naja. Ist wie es ist. So. Ja, so eine Festung kann schon mal lange dauern. Aber es war ja zum Glück die letzte dieser Art, die wir jetzt so frei begehen können. Die anderen sind ja, oder ich kann mir vorstellen, dass halt End-Dungeon halt nochmal so ähnlich aufgebaut ist. Aber das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall wird jetzt einmal gespeichert. Ja, bin ich hier oben. Ja, 5 Level gemacht bisher. Das ist schon, das ist okay. Kann man machen. So. Dann gucken wir nochmal auf der Karte. Wir haben da rechts irgendwo einen Stern. Ich weiß nicht genau, was es ist, was ich da machen soll. Ich meine, es ist dieser Wald, wo wir möchte gern Son Goku rausgeholt haben aus dem Exil. Und da weiß ich nicht, was wir da tun sollen. Ich wollte eigentlich zum Gasthaus, ne? Na gut, wir werden dort ein Dorf haben, wo ein Gasthaus ist. Ah, jetzt hier scharfe Linkskurve. Genau. Wald des Exils. Aber wir haben hier halt noch so ein auffällig gelb leuchtendes Stern. Ich weiß nicht warum. Würde mir das aber angucken, wenn ich dann in den Aurora-Ruinen gewesen bin. Hier vielleicht nochmal irgendwo übernachten. Das wäre super. Falls sie hier Übernachtungsmöglichkeiten haben. Dach. Habt ihr hier? Habt ihr? Ich weiß es nicht. Ich übernachte so selten in diesem Spiel.
Hm.